Alle Menschen sind gleich. Als in Ayutthaya König Tiga regierte, wurde einmal ein Festzug zum Fußabdruck des Buddha in Saraburi veranstaltet. Der König ließ die Boote auf dem Fluss in der Reihe aufstellen und setzte sich in sein Thronschiff Supanahong, himmlischer Schwan. Schild und Wachboote folgten dem Thronschiff. So flog es dahin. Im Schiff des Königs saß auch ein Page, der dem König gar wohl gefiel und ihm deshalb überall hin folgen durfte, um ihm seine Dienste zu leisten. Wenn der König nichts für seinen Leibpagen zu tun hatte, legte der sich ihm zu Füßen und ruhte. Auch kam es zuweilen vor, dass der Page sich an den Thron des Königs lehnte und dort sich süßestem Schlummer ergab. Ein Ruderer im Boot sah es, und der Neid fraß sich in sein Herz. Er dachte an die vielen Jahre, die er für den König den schweren Ruderdienst erfüllt. Noch immer mied ihn das Glück, und er blieb der niedrigste Rudersklave im Thronschiff. Da vergaß er die Pflicht der Ehrfurcht vor der Macht des Königs und kroch wehleidig greinend von der Ruderbank fort in die Nähe des Throns. Er murrte und jammerte vor sich hin, gerade laut genug, dass der König seine Klage vernehmen konnte. »Oh, wir Menschen, sind wir nicht gleich? Ich muss mich mühen und das Boot rudern, dass der Schweiß mir strömen herabfließt und ich fast davon sterbe. Ein anderer aber darf währenddessen sich angenehmstem Schlafe hingeben. Oh, wie soll ich diese Zurücksetzung ertragen? Denn gewiss, alle Menschen sind gleich.« Der König hörte die Klage ruhig mit an und lächelte in seinem Herzen. Weder Ärger noch Zorn über den alten Ruderer trübten seine Seele Frieden. Er fühlte eher Mitleid mit dem Alten, denn er erkannte, es war ein Mensch ohne Verstand, den Fröschen gleich, die im Tümpel quaken. Und er wusste wohl, dass es Frösche gab, so weit die Erde, so breit, so groß sie ist. Darum hörte er in tiefster Ruhe den Worten des Ruderers zu und bewahrte sie in seinem Herzen. Sehr bald schon würde die Gelegenheit kommen, dass er dem Ruderer das Wort »Alle Menschen sind gleich« erklären könnte. Der Festzug der Boote fuhr gerade durch ein Dorf, als es Zeit war, die Speise des Mittags zu essen. Darum ließ der König die Schiffe halten und ruhen. Ein Lustzelt wurde errichtet, darin Mahl zu halten. Am Nachmittag würde man weiterfahren. Der König saß auf dem erhöhten Holzboden des Zeltes und speiste. Da kam auf einmal eine trächtige Hündin gelaufen, verkroch sich unter den Holzdielen und gebar dort jaulend ihre Jungen. Der König vernahm das Quieken der Hundekinder und dachte, jetzt ist die Gelegenheit gekommen, dem alten Ruderer das Wort »Alle Menschen sind gleich« zu erklären. Er befahl also seinem Leibpagen, das Zelt zu verlassen, und dem Ruderer ließ er ausrichten, er möge vor den König erscheinen. Der Alte eilte ins Zelt, warf sich nieder und verrichtete die Ehrung vor des Königs Angesicht. Der König sprach: »Hörst du das Geschrei hier unter dem Bretterboden? Bitte geh und schau nach, was es ist.« Der alte Ruderer nahm mit vielen Verneigungen den Befehl des Königs entgegen und zog sich zurück, um unter dem Fußboden des Zeltes nachzuschauen. Er legte sich flach auf den Boden und versuchte, zwischen Erdboden und Bretterfläche hindurchzublicken. Aber es half nichts, er konnte nichts entdecken und musste sich in den Zwischenraum hereinzwängen. Der alte Ruderer rutschte und kroch im Dunkeln umher, während die Hundemutter ihre Kinder bewachend laut und böse knurrte und sich aufführte, dass jedermann merken musste, sie war mitnichten des Ruderers Freund. Der Alte wagte sich nicht in der Hundenähe
und achtete auf nichts anderes als das Knurren der Hündin, während er sich ängstlich zurückzog. Schließlich kniete er unverletzt wieder vor dem König und sprach: »O König, vor deiner Größe bin ich nur ein Staub. Die Stimme, die dort unten heult und nach der du gefragt hast, gehört einer Hündin, die unter dem Fußboden dieses Zeltes ihre Jungen geboren hat. Ich bin dorthin getaucht und habe es selbst gesehen. Ein Hund heult dort, unten mit seinen Jungen.« Der König hörte es und fragte: »Oh gut, sehr gut. Und wie viele Hundekinder sind es?« Der alte Ruderer hatte sie nicht gezählt und antwortete: »Ich weiß es nicht, o Herr.« So erhielt er den Befehl, noch einmal hineinzukriechen und nachzusehen. »Ja, Herr«, sprach er und kroch zum zweiten Mal in den dunklen Zwischenraum unter dem Fußboden des Zeltes. Er zählte die Hündlein und machte sich so schnell es ging auf den Rückzug. Dem König berichtete er: »O Herr, alle 100 Jungen zusammen zählte ich 4. »O gut, und wie viele davon sind Männchen, wie viele Weibchen? Sprich!« Der alte Diener antwortete und sprach: »Das weiß ich nicht, Herr.« So bekam er abermals den Befehl: »Geh hinab und sieh nach.« Zum dritten Mal zwängte der alte Ruderer sich in die Höhle, kam nach einiger Zeit wieder hervor und sprach: »Herr, Männchen gibt es 2 und Weibchen 2.« Der König aber fuhr fort und fragen: »Oh, und welcher Farbe ist ihr Fell?« Der alte Ruderer stotterte, weil er es nicht genau angesehen hatte, und musste bekennen: »Ich weiß es nicht, o Herr.« Der König schickte ihn zum vierten Mal hinab. Der alte Ruderer musste sich bezwingen und nochmals sich hineinzwängen. Er kam herauf und sprach: »Die Männchen sind gefleckt und hellbraun, die Weibchen rotbraun und schwarz.« Der König lachte und fragte: »Und weiter, die Mutter, welche Farbe hat sie?« Der alte Ruderer hatte darauf nicht geachtet und wusste es nicht. So musste er noch einmal hinab, obgleich er gar nimmer mehr wollte, denn Gesicht und Brust waren ihm schon ganz zerkratzt und zerbissen, und die Hundemutter war jedes Mal zorniger und gar nicht freundlich zu ihm. Er fürchtete sich aber vor dem König und gehorchte. Als er wieder herauskam, sprach er: »Die Mutter ist rotbraun, o Herr.« Da befahl der König: »Gut, so setz dich nieder und warte.« Dann schickte er nach seinem Leibpagen und sprach zu ihm: »Kriech du hinab unter diesen Bretterboden und sieh nach, was es dort unten gibt.« Der Page hörte den Befehl des Königs, vollzog die Ehrung und kroch unter den Fußboden des Zeltes hinab. Als er nach ein paar Augenblicken hervorkam, sprach er: »O Herr, unter dessen Fuß ich bin wie ein Staub. Dort unten gibt es eine Hündin, die Jungen geworfen hat.« »Wie viele?« fragte der König. »Und wie viele Männchen, wie viele Weibchen? Von welcher Farbe sind sie? Und von welcher Farbe ihre Mutter?« All das fragte er nach der Reihe, und der kluge Page konnte alles richtig beantworten und brauchte nicht nochmals hinabzuklettern wie der alte Ruderer. Da ergriff der König das Wort und sprach zu dem Ruderknecht: »Nun siehst du, unter dem Fußboden musstest du kriechen und nachsehen, aber und abermals viele Male. Was sagst du nun? Denn vorne auf dem Schiff hast du behauptet, alle Menschen seien gleich. Du und er, ihr seid gleich, nicht wahr? Sprich.« Der alte Ruder lauschte kleinlaut der Rede des Königs. Aus Furcht vor des Königs Zorn befiel ihn ein Zittern, und er warf sich vor den König in den Staub und jammerte: »Wenn mich die königliche Strafe treffen soll, so sei es. Es geschehe mir, was den Herrn zu tun beliebt.« Da verhängte der König über ihn die Strafe der Folter. 30-mal schlug die Geißel zu, um ihn zu lehren, nie mehr zu reden ohne Verstand. Allzeit sollte er sich erinnern, dass Menschen, die gleich sind, in Wirklichkeit ungleich. Weisheit und Verstand sind die Dinge,
die uns Menschen voneinander unterscheiden.